dreh durch, Freunde. So ein Traum. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid bei den Parfumpaten gelandet. Ich bin der Aki. Ja, Freunde, heute geht es um ein Parfüm. Lieber Teddy, danke für deine Geduld. Du hattest ja nach den Amber Wood doch gefragt, wann ich ihn vorstelle. Nun ist es soweit, Freunde. Und ich wollte noch was Kurzes loswerden, Freunde. Danke für eure Teilnahme am Gewinnspiel. Und da kam halt eine Frage, was ist, wenn dieses Parfüm mir nicht gefällt? Ja, das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht. Und bei der Abstimmung war der Amav Niche Oud doch an erster Stelle. Also ich kann euch nur so viel sagen, Freunde. Den Amav Niche Oud könnte ich sogar dreimal vergeben. Den Wackelwasser Light habe ich zweimal da. Den Calvin Klein Reveal habe ich zweimal da. Und den Lancôme Hypnose habe ich auch zweimal da. Also wenn alles passen sollte, dürft ihr sogar euren Wunschparfüm auswählen. Nicht? Also es war eine Abstimmung. Ja, ich mache das auch zum ersten Mal. Und ich hatte natürlich immer gute Absichten, aber ich muss mich ja nach, oder ich sollte nach euren Wünschen natürlich auch euer Wunschparfüm dabei sein. Also falls das der Fall sein sollte und ihr alle, die Gewinner, sagen, wir möchten den Amav Niche Oud, dann bekommt auch jeder Einzelne den Amav Niche Oud. Könnt ihr euch auswählen und sagen, pass auf, Aki, ich möchte gerne dieses Parfüm und dieses Parfüm. Ja. Ich werde so eine Gewinnspiele des Öfteren machen, weil ich finde das Feedback sehr gut, es kam sehr gut an und ja, spontan werde ich auch welche machen und eins kann ich euch noch sagen, natürlich würde ich mich bei 1000 Abonnenten sehr freuen und die Freude möchte ich natürlich auch mit euch teilen, da werde ich ein, ja, ich sag mal so ein Parfüm zwischen 200 bis 250 Euro reinnehmen als ersten Preis und als Trostpreise müssen wir noch gucken. So, Freunde, heute geht es, also vielen Dank, Freunde, für eure Unterstützung. Super, hat mir sehr gefallen. Also, ein schönes Format, sehr, sehr toll. Heute geht es um den Amber Wood von Ajmal. Wie ich ja euch gesagt habe, ist es die Premium-Reihe. Das heißt, das ist die A-Reihe. Und der Amber Wood, 3, 4 von der A-Reihe habe ich. Und ich kann euch eins schon sagen, über diese Reihen, auf jeden Fall, die Inhaltsstoffe sind sehr gut. Es sind, wenn es um den Amber geht, um Sandelholz geht, um Rose geht, wurden die gleichen Inhaltsstoffe genommen, sehr gute, aber halt die Dosierung und mit den anderen Inhaltsstoffen ist ja jedes Parfum ein bisschen anders. Aber heute geht es um den Amber Wood. Das ist ein Unisex-Duft und das ist ein 100 Milliliter und das ist ein EDP, also ein Edelparfüm. Und was mich natürlich sehr interessiert hat, Freunde, an diesem Parfüm, ist natürlich die Irisnote. Ich habe natürlich zwei Vergleiche. Freunde, ich hole die mal. Ich habe die total vergessen. Und zwar ist es einmal von Prada, ups, das war jetzt ein bisschen ungünstig, der Prada Long, nur mal um die Irisnote ein bisschen einzugehen, Freunde, und der Dior Homme Intense, das sind halt die, ich sag mal, die populären, jetzt ist mein Mikrofon auch noch runtergefallen, Freunde, ja, ich werde das vielleicht rausschneiden, vielleicht auch nicht, muss ich mal gucken. Es ist natürlich, das sind die populären Düfte, die fast jeder kennt, Freunde. Um nur mal die Irisnote zu vergleichen. Was eine Irisnote macht, ist natürlich in dem Fall, wie ich ja auch sage, es sind sehr gute Inhaltsstoffe. Die Iris ist auf jeden Fall eine Iriswurzel, obwohl sie nicht angegeben wurde. Es ist eine sehr tolle Iris, aber wenn wir jetzt den direkt vergleichen, ich sprühe den mal. Ich blende dann ein kleines Bild rein
und zeige die Verpackung. Also mache ich jetzt nicht extra, weil die alle Verpackungen sehen im Prinzip gleich aus, nur die Farbe ist anders und ja, dieser Infozettel ist überall drin. So, Sprüher ist natürlich fantastisch, Freunde. So, Freunde, es ist natürlich, wir gehen gleich auf die Duftnoten ein und dann machen wir den direkten Vergleich. Also er hat in der Kopfnote Apfel, weißer Pfeffer, Lavendel und Kardamom. Also ich kann euch sagen, der Apfel kommt durch, auf jeden Fall riecht hier einen sehr tollen grünen Apfel. Weißer Pfeffer ist minimal gehalten. Aber ich kann euch gleich sagen, der Duft gleich beim Opening ist wunderbar. Lavendel riecht man sehr, sehr gut in diesem Parfüm. Der Kardamom, der kommt leicht später, ich sag mal so nach 1-2 Minuten merkt ihr wieder ein leicht dunkler, aber nicht zu dunkel, wirklich leicht dunkel, süßer Kardamom. Nicht zu süß, die Lavendel und der Apfel dominieren beim Opening und ein ganz leichter weißer Pfeffer. Aber wenn ihr ein paar Minuten wartet, merkt ihr, oder beziehungsweise die Herznote ist Iris und Zedernholz, dann merkt ihr schon, dass die Iris drückt. Es ist eine helle Iris, es ist eine saubere Iris. Sie ist nicht zu hell und sie hat auch nicht, sie hat einen minimalen pudrigen Effekt, aber wirklich minimal. Nicht so wie der Prada und oder der Prada ist sehr helle Iris drin und der Dior Homme Intense ist eine pudrige, so eine Lipstick, ja, so eine Schminkkasten-Iris, so ein bisschen pudrig, aber diesen Lipstick-Effekt hat er drin. Das hat er nicht. Also es ist im Prinzip, Freunde, hier können wir ihn einordnen. Der passt genau in die Mitte von den beiden. Wem der zu dunkel, zu pudrig ist, wem der zu hell ist, der Prada, sind alle beide schöne Parfüms, Freunde. Ihr seht ja, guck mal, das ist 150 Milliliter und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe den sogar noch zweimal im Backup in 150 Milliliter. Also ich mag dieses Parfüm sehr. Und der Prada L'Homme, ihr seht ja auch hier, also ich benutze die sehr gerne. Es ist natürlich eine extrem schöne, helle, saubere Iris. Und das ist hier die goldene Mitte, würde ich mal sagen. Ja, die Iris ist sehr schön. Sie ist eine saubere Iris, aber im Moment dominiert doch noch der Kardamom. Es ist ein sehr schöner, angenehmer, süßer Kardamom. Zedernholz ist weich gehalten, es ist eine weiche Zedernholznote, die aber auch die Iris schon mit ihrer Frische unterstützt. Also es ist eine sehr gute Kombination. Es ist kein lautes Parfüm, Freunde. Also es ist jetzt kein Partyduft wie die klassischen. Dann müsst ihr halt auf den Amberwood Noir gehen. Da ist natürlich ein richtiger Biest, was die Performance angeht. Aber das ist so der Gentleman. Und in der Basisnote hat er Amberholz und Patchouli. Amberholz finde ich bei diesem Parfüm sehr gut gewählt. Weil Amberholz ist doch so eine leichte Amberart. Sie ist nicht extrem dunkel. Der Amber ist nicht extrem dunkel. Es verleiht ihm so eine, wie ich immer sage, so eine klassische, elegante. Aber dieses Amberholz gibt dieses Parfüm eine Aura. Ja, wie so eine klassische alte, wenn man so Schwarz-Weiß-Filme guckt. Oder ich sag mal die alten James-Bond-Filme, Sean Connery. Ja, so ein Typ, zu diesem Typ würde dieses Parfüm so gut stehen, auch zu dieser Zeit. Es hat so einen klassischen Effekt, was ich sehr gut finde. Und Patchouli hat er noch in der Basisnote. In dem Fall ist Patchouli kann ja auch ein bisschen, ich sag mal, eine dunkle, schokoladige Note geben. In dem Fall ist der Patchouli balsamisch und leicht süß. Fast schon ein bisschen erdig, aber wirklich minimal. Aber da braucht man viel Kraft, um das rauszuriechen. Es ist ein sehr tolles Parfüm. Die Inhaltsstoffe sind sehr gut ausgewählt, Freunde. Es ist, Sillage ist, nicht Sillage, sondern die Performance ist gut. Wie gesagt, das ist ein sanftes Parfüm.
Und die Sillage ist nicht so viel, Freunde. Ich sag mal, der hat eine Sillage am Anfang durch Lavendel und Apfel. Nimmst ihn 1 bis 1,5 Meter, wa? Wenn du ihn frisch sprühst. Aber ich sag mal, das ist ein Parfüm, was auf einen stabilen halben Meter runtergeht. Und auf einen halben Meter macht er seine 5-6 Stunden eine gute Arbeit. Ja, das ist natürlich ein Parfüm, was sehr angenehm ist. Es ist ein sehr erwachsenes Parfüm. Es ist zwar Unisex, grundsätzlich kann das ja jeder tragen, Frau oder Mann, wie sie möchten. Aber ich würde ihn doch mehr zu der männlichen Seite einordnen, weil dieses Amberholz und dieses, ja, doch mehr das Amberholz macht ihn doch schon ein wenig maskuliner, aber ein sanfter maskuliner. Also eine Frau kann ihn auch mit wirklich Lockerheit tragen. Und es ist natürlich, da er leicht zu mögen ist, ist er sehr, ja, für einen Signaturduft würde er gut passen. Er würde für Büroarbeiten gut passen. Ich würde ihn jetzt nicht als Winterduft einstufen, weil er ist wirklich ein zarter, weicher, aber doch sehr toller Duft. Ja, es ist kein Duft, der schreit. Und es ist auch kein Duft für eine starke Umgebung, wo viel los ist. Es ist wirklich für Zwecke, wenn du mit deiner Familie, ja, wo eine gemischte Leute sind, auch ältere Personen, passt dieser Duft sehr gut rein. Auch ältere Personen werden den sehr leicht mögen, durch die Lavendel, durch den Apfel, durch den leichten Kardamom, durch die sauberen Noten, ist er schon sehr gut einsetzbar. Du kannst ihn beim Essen in einen ruhigen Raum tragen. Ja. Es ist ein sehr tolles Parfüm. Es belastet nicht niemanden. Aber es ist kein Mainstream-Duft, Freunde. Aber es ist ein sehr gut zu mögender, also leicht zu mögender Duft. Und ich würde mal sagen, wenn ich ihm eine Bewertung geben sollte von 1 bis 10 und wenn 10 sehr gut ist, würde ich ihn auf eine stabile 8 machen, weil die Duft-DNA ist sehr gut, die Qualität ist gut. Nur die Sillage ist halt ein bisschen schwach, aber das muss kein Kritikpunkt sein, Leute, denn dieses Parfüm ist für diese Sachen im Büro als Signaturduft, als, ja, Tagesduft, wie gesagt, so einen leichten Vintage-Touch, aber so einen klassischen Vintage-Touch, einen luxuriösen, der hat wirklich eine schöne Aura, bringt er mit rein. Ich finde ihn sehr gut und für einen Alltags- oder für einen Signaturduft wäre er sehr gut geeignet. Was ich von Preisklasse her sagen würde, wie gesagt, die Inhaltsstoffe sind sehr gut gemacht, Freunde. Aber er wird so um die 100 Euro gehandelt, teilweise mehr und manchmal weniger. Ich würde ihn, ich sag mal, auf einen stabilen 80 Euro einstufen. 80 Euro ist er mir wert. Ich habe jetzt ein bisschen mehr bezahlt, aber ich bin ja auch ein Liebhaber, Freund. Aber wenn ihr tagtäglich sowas, ja, so ein Tagesparfüm braucht und für jeden Zweck, auch klamottentechnisch, könnt ihr dazu anziehen, was ihr wollt. Ich habe mir jetzt mal meine Jeansjacke, das ist schon so eine maskuline Jeansjacke, selbst dazu passt es, das ist bewusst ausgewählt, Freunde. Und ich kann euch ja doch schon empfehlen, aber wie gesagt, erwartet da kein Biest. Das ist wirklich ein sanfter, eleganter, mit einer sehr schönen klassischen Note, aber er hat eine sehr schöne Aura und die Irisnote ist wirklich sehr gut. Iris und Zedernholz kommen jetzt erst im Vorschein und wie gesagt, am Ende, wenn die Kopfnote weg ist und der Drydown beginnt, dann ist er wirklich sauber, schönes, helles Zedernholz mit einem leicht dunklen Amber, eine leichte holzige Note gibt er und ein balsamischer, süßer, leicht erdiger Patchouli. Also sehr gut gemacht, Freunde. Kann man tragen, kann man kaufen. Wie gesagt, ich stufe ihn auf 80 Euro ein. Ist ein guter Preis, ist ein korrekter Preis. Und ja, ihr könnt das ja abchecken. Er hat eine sehr gute Duftbewertung bei Parfumo. Der Duft wurde mit 8,6 bewertet und es sind 126 Personen, die das bewertet haben. Also er ist ein sehr gut. Von Duftqualität ist er sehr, sehr gut, Freunde. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen würde ich Ihnen eine 8 geben. Eine komplette, also alles zusammengezogen, würde ich Ihnen eine 8 geben. Sehr tolles Teil, Freunde. Checkt ihn ab. Ist eine sehr tolle Reihe
Und ihr wisst ja, ich habe ja paar geholt und die stelle ich mal und mal vor. Da habe ich auch Bock drauf und ich werde mir auch noch ein paar andere holen, aber natürlich von erstmal von der Pearly Orient Reihe, da habe ich Lust drauf, weil die Reihe ist natürlich ein bisschen orientalisch, aber ein sehr angenehmes, leicht orientalische Richtung gibt er. Während die A-Reihe schon so ein, ja, doch schon mehr auf die europäische Seite, ja, gemischt wurde. Es ist jetzt nicht so viel orientalischer Touch drin, aber ganz wenig. Aber ganz tolle Reihe, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr einen Signaturduft mögt und in einer guten Dosierung klasse, dann kann ich euch den wirklich empfehlen. Aber wie gesagt, 80 Euro wäre mein Preis, wo ich sage, das ist ein guter Preis. So, Freunde, ich hoffe, ihr habt ja, dieses Haus doch lieben und schätzen gelernt. Ich mag es persönlich sehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid doch so zahlreich wieder dabei und lasst es euch gut gehen und habt einen guten Tag, Freunde. Bis nächste Mal.